Ich habe heute ein Buch in die Hand genommen, das stand in meinem Bücherregal und ich habe es, glaube ich, noch nie bewusst angeschaut. Das hat mir jemand mal geschenkt. Das ist ein altes Gebetbuch, das heißt Im Frieden Gottes. Das ist irgendwie in den 20er oder 30er Jahren erschienen und das wurde mir geschenkt und so habe ich durchgeblättert und habe da irgendwie eine Werbung gefunden für neuartiges Magen- und Darmtonikum. Fand ich schon mal nett. Und zwischendrin habe ich dieses kleine Foto gefunden und ich habe erst kurz drauf geschaut und war dann eigentlich total erschüttert über das, was ich gesehen habe. Das Foto ist nämlich offensichtlich ein Foto aus dem Zweiten Weltkrieg. Das lag da mitten im Gebetbuch drin, das irgendwie Armeen auf einer Brücke zeigt und man sieht, es sind deutsche Soldaten, man sieht es im Original ein bisschen schärfer als hier auf dem Beamer und ich habe mir gedacht, das ist total krass oder total verstörend, in einem Gebetsbuch ein Bild zu finden mit etwa 100 deutschen Soldaten, die da bewaffnet auf irgendeiner Brücke stehen. Und ich habe mir gedacht, hey, wie kann das sein? Wie war das offensichtlich für die Leute, die das vorher besessen haben, normal, in einem Gebetbuch irgendwie so ein Bild aus dem Krieg zu haben? Ja, irgendwie, ah, das sieht man Onkel Karl mit Maschinengewehr, ach, das ist schön. Also ich will das nicht unterstellen, dass das die Denkweise war, aber irgendwie, dass diese zwei Bereiche sich nicht komplett massiv schreiend widersprochen haben, verstehen wir heute gar nicht mehr. Das ist eine der Sachen, die mich sowieso total verwundert. Ich spreche jetzt heute nicht irgendwie über das Dritte Reich oder sowas, sondern eigentlich, je mehr du Leute aus anderen Zeiten studierst, desto mehr bist du erstaunt, wie die drauf waren. Du denkst, wie konnten die damals so denken? Und wirklich, auch aufs, um dieses krasse Beispiel nochmal zu bringen, aufs Dritte Reich, ne, gesehen, wie konnten Christen, auch Millionen von Christen, glauben, dass dieses Thema irgendwie, dass Deutschland jetzt Krieg führt und dass wir gewinnen müssen gegen die bösen Franzosen oder die bösen Russen, irgendwie, dass sich das irgendwie mit ihrem Glauben vereinbaren lässt. Wie kamen die überhaupt auf die Idee? Wir verstehen es heute nicht mehr. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, hey, weiß ich nicht, vielleicht gibt es in 50 Jahren auch Leute, die unsere heutige Zeit anschauen oder unser heutiges Christentum anschauen und denken, hey, wie konnten die so vernagelt sein? Also wie konnten die damals nicht checken, in was für einem Film sie eigentlich sind? Und ich glaube tatsächlich, dass jede Epoche so ist, dass wir wie ein Fisch, weißt du, der Fisch fühlt sich nicht nass. Der Fisch fühlt sich nicht nass, der ist immer im Wasser, das ist alles, was er kennt. Und wir schwimmen in der Suppe unserer Epoche und meine Frage ist so, hey, kann es auch sein, dass wir manche Sachen überhaupt nicht verstehen, überhaupt nicht realisieren, in was wir drin sind? Mich hat eine andere Sache zum Nachdenken gebracht und zwar habe ich ein Interview gelesen mit einer ganz berühmten Geigerin. Das ist eigentlich die einzige berühmte Geigerin, die ich kennen würde. Ja, die Anna-Sophie Mutter, die ist eine ganz berühmte Geigerin und die wurde gefragt, wie es jetzt um die klassische Musik so bestellt sei in, weiß ich nicht, in Deutschland oder in Europa und sie hat gesagt, nicht so gut, weil die ganzen guten neuen Violinespieler oder sowas, die kommen alle aus Asien. Und an den ganzen Musikhochschulen hast du Asiaten, die sind im Klavier viel besser, die sind in Violine viel besser. Und sie ist gefragt worden, woran liegt das? Sind die begabter oder so? Europa hat eine viel größere Geschichte in diesen Instrumenten. Woran liegt das? Und sie hat gesagt, diese Kultur, in der wir leben, ist nicht mehr leidensfähig. Und hat der Reporter gesagt, er hat denn leidensfähig mit Violinespiel zu tun. Also Violine ist doch mehr, oder Musik spielen ist doch was Schönes. Hat sie gesagt, nee, es hat was mit Leiden zu tun, sich durch was durchzubeißen, sich selber auch eine gewisse Härte anzutun, zu sagen, ich ziehe das durch, ich lerne dieses Instrument. Sie sagt, es ist was in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft wenig gute Presse hat. Ja, es ist wenig wert zu sagen, ich bin bereit, was zu erleiden und zu erdulden und durchzuziehen. Wohingegen das in asiatischen Kulturen stärker verbreitet ist. Und ich war erstaunt und habe mich gefragt, wow, was würde das für uns als Christen heißen? Das, was mich hieran verstört, ist nicht, dass Menschen in Deutschland in den 30er und 40er Jahren das total normal fanden, irgendwie, dass halt der Onkel Kali mit dem Maschinengewehr irgendwo auf dem Foto ist. Was mich verstört ist, dass sie das offensichtlich normal fanden als Einmerke in einem Gebetbuch. Das heißt, in jeder Generation sind
Christen, sind die Menschen in der Kirche in Gefahr, von genau dem gleichen Zeug infiziert zu sein, von dem die ganze Gesellschaft infiziert ist. Man möchte ja meinen, es sei anders. Es wäre so toll, wenn man sagen würde, okay, wegen meiner im 19. Jahrhundert, da waren total viele in Europa einfach Rassisten, okay, die haben geglaubt, die weiße Rasse ist die bessere und die andere sind die doofen. Es wäre so schön, wenn man sagen könnte, alle Christen haben eine Ausnahme gemacht. Viele haben eine Ausnahme gemacht, aber nicht alle. Sondern meine Beobachtung ist, immer das, woran eine Gesellschaft gerade krankt, das ist auch in Gefahr, auf die Christenheit und auf die Kirche überzuspringen. Umso wichtiger ist es, sich selber anzuschauen und unsere Generation anzuschauen, hey, in welcher Zeit leben wir und wie sieht eigentlich Gottes Perspektive aus? Zurück zu dieser Geschichte mit Leidensfähigkeit und mit der Geigenspielerin. Ich möchte euch einladen, mal kurz einfach einen Moment nachzudenken. Was hindert einen jungen Menschen, ein klassisches Instrument gut zu lernen? Also ich weiß nicht, ob du selber Geige gelernt hast oder so. Ich habe das nicht gelernt, zur Freude meiner Mitbewohner. Ich stelle mir das schlimm vor, wenn du in einer Wohnung wohnst mit jemandem, der Geige lernt. Also wie auch immer, kurz überlegen, was ist ein Hindernis für jemand, der ein klassisches Instrument lernt? Naja, hey, auf was kommst du? Okay. Ja, man muss es üben, genau. Das ist irgendwie, also das erste, okay, warum ist Üben ein Problem? Ja, weil, ja, genau, ja, da geht die Freizeit drauf, ich schreibe mal hin, Bequemlichkeit, okay? Warum üben, wenn ich auch Fernsehen kann? Ja, Bequemlichkeit, so sind wir. Dann natürlich, wir leben in einer Kultur, die einfach noch viel mehr Möglichkeiten anbietet. Das muss nicht schlecht sein, aber wir leben einfach in einer Zeit, wo die Ablenkungen leicht zu finden sind. Eigentlich muss es niemandem langweilig sein, weil du Tag und Nacht gefüttert wirst mit Infos, aber es ist auch keine Notwendigkeit, dich durch irgendwas durchzubeißen oder was zu üben, weil es gibt tausend andere Möglichkeiten. Und hier hat mir schon wieder jemand eine Nachricht geschickt. Und oh toll, also es gibt tausend andere Sachen. Was ich mir auch schwierig vorstelle ist, stell dir vor, du bist irgendwie 13 und willst Geige üben oder du hast eigentlich den Wunsch, gut in Geige zu sein. Das Problem ist, um dich rum tut das eigentlich niemand. Okay, ist nicht irgendwie, dass dein ganzer Freundeskreis, dass die alle gut in Geige werden wollen. Aber dieses Gefühl, ich bin der einzige Komische, der am Nachmittag um 3 ins Konservatorium geht oder zu Hause rumspielt, während alle anderen was Cooles machen, ist schon echt ein ernstzunehmendes Hindernis. Andere tun es auch nicht. Man kann es auch umdrehen und klar, wenn du eine ganze Gruppe von Geigenschülern hast oder sowas, ist es vielleicht einfacher. Aber erstmal das Gefühl, hey, keiner tut sowas Komisches, ist ein ernstzunehmendes Hindernis drin, was zu tun. Jetzt, ich habe selber lange Jahre Klavierunterricht gehabt und eine meiner Hauptgründe, warum ich manchmal das über Bord schmeißen wollte, war, dass du oft so wenig siehst. Also bis du in Klavier ein Stück spielen kannst, das irgendwie sinnvoll klingt, musst du 5 Jahre echt irgendwelche, also ich zumindest, vielleicht habe ich mich auch besonders schlecht angestellt, weil irgendwie Tonleiter und solche Czerny-Etüden und so echt langweiliges Zeug, bei Geige auch, bis das echt mal klingt. Eigentlich ist die Gefahr unglaublich groß, vorher klein beizugeben, ich nenne das mal Entmutigung, weil man nichts sieht. Das heißt, weil man eben nicht sofort einen Erfolg sieht. Ja, wenn du ein Instrument lernst, kannst du eben, auch wenn du ein neues Stück anfängst, das Stück nur nicht gleich, sondern du musst immer wieder die schwierige Stelle. Und irgendwann kannst du sagen, hey, warum tue ich mir den Stress eigentlich an? Und schließlich ein großes Hindernis drin, gut zu werden in irgendwas, eigentlich in egal was, aber auch in einem Musikinstrument ist, dass es zu wenige Meister gibt. Also kannst du eigentlich sagen, wenn du einen guten Lehrer hast, wenn du einen richtig guten Meister hast, hat der immer genügend Schüler. Aber es gibt eigentlich in jedem Fach zu wenig richtig Gute, die ihr Wissen richtig gut weitergeben können. Es gibt ein Fehlen der Meister. Ich glaube auch ganz konkret in
der klassischen Musik, also solche, die selber Meister sind und das auch vermitteln können. Und ich habe einfach den Eindruck, dass das hier alles Gründe sind, die treffen jetzt auf die klassische Musik zu. Ich glaube, es sind alles Gründe, die genauso auf das Leben mit Gott und das geistliche Leben in unserer Zeit zutreffen. Das sind irgendwie gar nicht so die wahnsinnig großen Sachen, aber ich glaube, dass das, was Anna-Sophie Mutter sagt über die klassische Musik, nämlich, dass wir nicht mehr gelernt haben zu leiden, dass wir nicht mehr gelernt haben, sich durch was durchzubeißen, ich glaube, dass es genauso eine Krankheit unserer geistlichen Kultur ist. Und diese Dinge hier treffen auf uns auch zu. Bequemlichkeit ist eigentlich, oder ich fange mal hier an, Ablenkungen. Das Doofe an Ablenkungen ist, dass Ablenkungen in der Regel keine schlechten Sachen sind. Eine Ablenkung ist nicht die Idee, ich könnte meine Mutter erschießen, ja, oder ich könnte ein Kaninchen zu Tode quälen. Weißt du, irgendwas, wo du denkst, wie komme ich überhaupt auf so eine Idee? Ablenkungen ist einfach nur, oh, ich könnte da was Nettes machen, oh, ich kann da was machen, ist auch nicht schlecht. Das sind Sachen, die nicht aus sich selber heraus schlecht sind, es ist aber zu viel davon. Du kannst den ganzen Tag irgendwelche netten Sachen machen, aber wirst nie zu einem Pianisten, wirst nie zu einem, der Geige spielen kann, weil du einfach dabei bist, irgendwelche dritt- und viertwichtigen Dinge zu tun, auch wenn die gar nicht schlecht sind. Thema Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist heiß, eine heiße Sache. Bequemlichkeit ist eigentlich die Weigerung, eine Regel zu akzeptieren. Bequemlichkeit sagt einfach, hey, ich hab mein eigenes Tempo, ich habe meine eigene Regel, so lernst du aber kein Instrument. Ein Instrument lernst du, wenn du weißt, bis nächste Woche hast du das auf, du machst eine Stunde so und so, aber wir haben in unserer Kultur eine tiefsitzende Weigerung, Regeln von irgendjemandem zu akzeptieren. Hey, was heißt es denn, dass du mir das vorschreibst? Ich weiß es doch selber am besten. Und es ist im geistlichen Leben das Gleiche. Ich erlebe es überall. Schließlich das Thema, andere tun es auch nicht, das hat es auch in sich. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Christen, die eigentlich für Jesus brennen, Leute, die eigentlich leidenschaftlich gläubig sind oder gläubig sein wollen, der Hauptgrund, warum sie Sachen nicht durchziehen, warum sie klein beigeben, warum sie in Kompromiss kommen, ist, Doppelpunkt, ihnen sind andere Leute zu wichtig. Was heißt das? Leute sollen uns doch wichtig sein. Es gibt einen Gruppendruck und viele Leute sind so sehr aufgewachsen in diesem Ding. Ich bin der beste Freund von allen und alle haben mich lieb und ich muss mich darum kümmern, dass es alles gut geht, dass sie unbewusst ihr Niveau und ihren Stil immer anpassen an ihre besten Beziehungen. Hört mir gut zu. Guten Freunden oder der neuen Beziehung, die du hast, oder irgendwelchen anderen Leuten gefallen zu wollen, ist einer der Hauptgründe, warum Leute eigentlich an dem vorbeigehen, was Gott für sie hätte. Und das Problem ist genauso wie Beziehungen, genauso wie Ablenkungen, dass es nichts Schlechtes ist, okay? Du hast einfach, hey, du hast Freunde und die sehen das ein bisschen lockerer und die sagen dann zu dir, hey, entspann dich mal und stress dich nicht so und musst du wirklich hier so deinem ganzen Glauben, ist das echt so wichtig? Und schleichend und ehe du dich versiehst, passt du dein Niveau an dein Umfeld an. Das ist in der klassischen Musik so, ist in der Nachfolge Jesu genauso. Schließlich Entmutigung, weil man es nicht sieht. Eine Mystikerin, eine Kirchenlehrerin, die Teresa von Avila, wurde mal gefragt, was ist der Hauptgrund, warum Menschen, warum Christen in ihrem geistlichen Leben fallen oder stagnieren. Und Teresa von Avila sagt, der Hauptgrund ist Verzweiflung. Was? Verzweiflung gar nicht im Sinne von jetzt depressiv werden, sondern im Sinne von, hey, ich habe so viel versucht und irgendwie, jetzt reicht's mir. Und es heißt nicht, dass Leute vom Glauben abfallen und sagen, ich schmeiß alles über Bord, sondern es gibt dieses kleine alles über Bord schmeißen, das lautet, hey, ich sehe jetzt manche Sachen nicht mehr so eng. Ich bin jetzt über diese radikale Phase hinaus, okay, ich muss mich nicht ganz so stressen. Hey, kann man, entspann dich mal. Und Freunde, das ist nicht
furchtbar, okay? Das ist nicht, wenn du so drauf bist, dann weiß ich nicht, dann fällst du vom Glauben ab. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber all diese Dinge summiert können dazu führen, dass das Feuer in deinem Herzen erlischt. Und Freunde, ich werde heute vielleicht ein bisschen straight auf ein paar Stellen ein bisschen nicht so ganz lieblich sprechen, aber ich habe zu viele Leute gesehen. Ich habe zu viele Leute gesehen, die mit 18 oder mit 20 oder mit 30 oder wie alt sie waren, mit einem brennenden Herzen angefangen haben und 5 oder 6 Jahre später, ja mai, da hat das Studium angefangen oder die Ausbildung ist fertig und jetzt sind wir im Job oder mittlerweile haben sie geheiratet oder mittlerweile haben sie ein Kind gekriegt oder ein Haus gebaut oder eine Kreuzfahrt gemacht oder das Kaninchen ist gestorben oder irgendwas, das Leben passiert und du siehst die Person wieder nach ein paar Jahren und du denkst dir, hey, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du Feuer im Herzen und ein Leuchten in deinen Augen und ich will sie am liebsten schütteln und sagen, wo ist dein Feuer hin? Und die erzählen mir irgendeine Geschichte mit, ja, weißt schon, und hier der neue Job und neulich waren wir beim Fußballspielen und ich denke mal, das ist ja schön und gut, aber du hast das Kostbarste, was du gehabt hast, eingetauscht gegen die Angebote des normalen Alltags und die Angebote der Welt und ich habe es wieder und wieder und wieder und wieder gesehen, dass es um diese Sachen ging. Schließlich gibt es tatsächlich auch ein fehlender Meister im geistlichen Leben, aber über das wollen wir nicht so lange rumklagen, das ist einfach so. Wir leben in einer Zeit, wo wir zu wenige gute geistliche Vorbilder, geistliche Lehrer haben. Ich bedauere das, weil wo immer jemand ein geistlicher Lehrer ist, kommen Leute und wollen eigentlich was lernen, wollen herausgefordert werden. Jetzt gibt es aber einen Faktor, den die Geigenspieler nicht haben. Wenn einer gut wird in Geige, dann wird ihn wahrscheinlich dafür niemand hassen. Das ist bei den Jüngern Jesu ein bisschen anders. Wir leben in einer Zeit, in der eigentlich zum ersten Mal seit etlichen Jahrzehnten es an manchen Stellen wieder ein bisschen was kostet, Christ zu sein. Ist noch relativ harmlos, wir müssen da nicht sagen, also da gibt es Länder, wo das echt anders ist, aber wenn du dich echt klar als Christ positionierst in der heutigen Gesellschaft, kannst du zumindest schon ein paar Nachteile haben. Und jetzt einfach nur so ein Beispiel, jemand, den ich ein bisschen entfernt kenne, ja, einfach hat sich positioniert, dass er gegen Abtreibung ist. Und das hat genügt, dass er einen wichtigen Regierungsjob in der Stadt München nicht bekommen hat. Weil du kannst ja nicht gegen Abtreibung sein und für die Regierung arbeiten. Ach so, kannst du nicht. Warum? Ja, ist so. Und der Punkt ist, wir können da in so eine Art Schockstarre kommen und sagen, oh je, die sind alle böse zu uns und jetzt werden wir auf einmal verfolgt. Aber Jesus ist irgendwie deutlich nüchterner. Jesus sagt von Anfang an, dass es sowieso so ist. Ich lese euch mal vor, Johannes 15. Jesus sagt erstmal so, dies trage ich euch auf, liebt einander. Und dann sagt er, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Also, das ist so ein bisschen wie, also, dann geht er noch weiter. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also, der Punkt ist, mich irgendwie erschüttert oder erfreut ist, diese totale Nüchternheit, mit der Jesus sagt, na klar hassen die euch. Also so auf Deutsch gesagt, was habt denn ihr gedacht? Also mich haben sie auch gehasst. Also das ist ja eher ein Zeichen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Aber ich merke, auch teilweise in der christlichen Szene geht bei uns teilweise so ein Entsetzen durch, oh Mist, hier gab es irgendwie einen Übergriff gegen Christen oder im Nahen Osten werden Christen verfolgt. Freunde, wenn das nicht der Fall ist, das ist die Ausnahme von der Regel. Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, wird es Leute geben, die dich hassen. Denkst du, hey, ich bin eigentlich so pazifistisch drauf, ich will eigentlich mit jedem in Frieden leben. Aber Jesus sagt, mein Lebensstil wird immer in Feindschaft zur Welt sein. Feindschaft zur Welt hört sich ist wirklich gar nicht so toll an, weil eigentlich denkt man, hey, so Christen, wir sind doch die Freunde von allen. Und wir sind tatsächlich die Freunde von allen Menschen. Okay? Wir haben den Auftrag, die Menschen zu lieben. Jesus, ihr lest es ja hier, dies trage ich euch auf, liebt einander. Es gibt aber zwischen dem System unserer Welt und dem, was wir mit Jesus leben, einen schreienden Gegensatz. Und das finden wir unangenehm, weil ich finde es auch unangenehm, wenn Leute, die mir nahestehen,
aus irgendeinem Grund irrational negativ reagieren, wenn ich über den Glauben spreche. Ich finde das unangenehm. Ich fände es viel schöner, wenn mich jeder mögen würde. Das wäre so schön. Oh, jeder mag mich. Und Jesus sagt, hey, wenn du einen geraden Weg gehst mit Jesus, wenn du gerade lebst, werden Leute dich deshalb hassen. Wow. Das ist so eine Wahrheit, die wir wenig hören, an die wir wenig gewöhnt sind, aber die überall im Neuen Testament kommt. Jesus spricht davon, Paulus kommt davon. Ihr wisst, dass Verfolgungen kommen werden oder ihr wisst, dass Widerstände kommen werden und so weiter. Aber es ist nicht nur so, dass Jesus uns ankündigt, hey, die Leute in der Welt werden euch hassen, sondern die Bibel ist auch voll damit, dass sie sagt, euer Lebensstil wird und muss radikal anders sein. Und die Sprache, die die Bibel dazu wählt, ist relativ deutlich. Der Jakobus schreibt, Jakobusbrief, ihr Ehebrecher, also der meint jetzt nicht körperlichen Ehebruch, sondern er meint, hey, irgendwie du gehst keinen geraden Weg. Zu welcher von den beiden Frauen gehörst du jetzt? So, in diesem Sinne, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oh, aua. Aua. Denn wir leben in einer Zeit, wo man eigentlich will, dass uns die Leute gut finden. Ich mache ein kleines Beispiel. Ich habe letzte Woche einen Post auf Facebook geschrieben, da ging es über Halloween. Jetzt, sorry, ich habe keine große Meinung über Halloween, mir ist es relativ wurscht. Ich denke mir, die Kürbisse sind halt zum Essen eigentlich besser als Kerzen reinstellen, aber es ist wurscht. Aber ich habe halt irgendwie gepostet, dass mir Halloween komplett wurscht ist und habe stattdessen auf ein paar Themen hingewiesen, die echt wichtig sind, politisch und so weiter. Und hat eine Person einfach so geschrieben, hey, lasst den Leuten doch ihren Spaß, wenn ihr irgendwie gegen alles seid, dann ist doch kein Wunder, wenn euch die Kunden weglaufen. Und ich fand es auf den ersten Blick ganz witzig, dann habe ich aber näher nachgedacht und habe mir gedacht, eigentlich ist es komplett wurscht, ob die Kunden weglaufen. Also das ist überhaupt keine biblische Kategorie, sei so, dass Leute dir applaudieren. Aber mit dieser Selbstverständlichkeit, wie das rüberkam, hey, dieser Wortschatz ist überall. Was kann die Kirche tun, um für die heutige Zeit ansprechend zu sein? Ja, wie können wir Gottesdienst feiern, dass es anschlussfähig ist an die Kultur von heute? Sorry, ich finde das nirgends im Neuen Testament. Nirgends, wo Paulus sagt, hey, jetzt müssen wir schon schauen, dass das für die griechische Kultur passt. Vielleicht machen wir Gottesdienste im Amphitheater und lassen so einen griechischen Chor vorher aufziehen. Wäre vielleicht passend. Oder wir treffen uns im Dampfbad und vielleicht machen wir so einen Sketch, der wie ein Gladiatorenspiel anfängt oder irgendwie so. Hey, versteht mir, ich will mich nicht lustig machen gegen Leute, die mit einem guten Herzen einfach versuchen, eine Sprache zu finden, die heute verstanden wird, das meine ich nicht. Aber das Ding ist zwiespältig, weil das Evangelium war immer anstößig. Es gab keine Zeit, in der es Mainstream war, Jesus zu folgen. Keine. Es war im christlichen Mittelalter, wenn ein Typ aufstand wie Franz von Assisi, sind alle ausgeflippt, weil sie gesagt haben, was macht der? Er hat gesagt, ich mache das, was in der Bibel steht. Es war nie Mainstream, Jesus zu folgen. Es ist heute nicht Mainstream. Und wenn du versuchst, Reich Gottes zu bauen oder Christentum zu bauen, so dass Leute dir applaudieren und es toll finden, ach ja, dann schreibt Jakobus hier was ziemlich Intolerantes drüber. Er sagt, du wirst auf der falschen Seite des Ballspiels enden. Er sagt, das, wie du lebst, wird und muss sein ein schreiender Gegensatz zu dem, wie die Welt liebt. Oder anders nochmal, im Johannesbrief, er schreibt, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Jetzt, total wichtig, unser Auftrag ist, Menschen zu lieben. Wir sind nicht gegen Menschen, wir schotten uns nicht ab gegen Menschen, sagen, die bösen Ungläubigen bleiben draußen, überhaupt nicht, die sollen ja reinkommen. Aber wir müssen klar erkennen, an welcher Stelle spielen wir ein Spiel nicht mit. An welcher Stelle hat ein Christ, der eine Bibel lesen kann, komplett unterschiedliche Vorstellungen? Und ich möchte euch vier Konzepte vorstellen, ein bisschen theoretisch jetzt, aber ihr seid ja total die Gescheiten.
ist er der? Vier Konzepte. Also vier Konzepte, das heißt, ich meine damit vier verdrehte Konzepte in unserer Gesellschaft. Also vier Sachen, die in unserer Gesellschaft meines Erachtens auf eine Art und Weise verdreht sind, dass wir klar Position beziehen müssen, wir machen das anders. Und das sind vielleicht nicht Sachen, die ihr erwartet. Das erste, ich möchte sprechen über das Thema, das Gewissen. Das Gewissen. Ich mal so eine Glühbirne hin. Weil manchmal wird das Gewissen als Glühbirne oder als Licht der Seele oder so bezeichnet. Und ich finde es heiß. Und so, ich habe heute mal auf Google, einfach mal Google-Bildersuche, gutes Gewissen eingegeben. Überlegt, was ist in unserer Gesellschaft, was gilt als was du mit gutem Gewissen tun kannst. Wann hast du ein gutes Gewissen? Wann hast du ein schlechtes Gewissen? Und das Erste, was ich, oder ich zeige einfach mal die ersten Sachen, auf die ich gekommen bin, erstmal auf dieses Buch, das fand ich schon mal gut, Welt retten für Einsteiger, 30 Gründe für ein gutes Gewissen. Ich dachte, okay, was sind das denn für 30 Gründe? Dann das Nächste, was ich gekommen bin, unter gutes Gewissen habe ich dieses Logo gefunden, so ein Recycling-Logo. Und das Nächste, was ich gefunden habe, sogar mit dem Titel gutes Gewissen, auch geworben für irgendein Ökoprodukt. Und unter gutes Gewissen findest du fair gehandelten Kaffee. Und all die Sachen, also, oder auch Werbung, ja, irgendwie so mit gutem Gewissen einen Joghurt essen, das heißt, dass er halt wenig Kalorien hat. Denke ich, das ist echt interessant. Also ich habe ein gutes Gewissen, keine Ahnung, wenn ich fair gehandelten Kaffee oder wenn ich meine Dose richtig entsorge, dann habe ich ein gutes Gewissen. Oder wenn der Kaffee fair gehandelt ist, das ist schon heiß. Das ist komplett was anderes, als wovon wir Christen glauben oder wovon die Schrift spricht, was dein Gewissen befleckt oder reinhält. Das ist komplett was anderes. Freunde, wir leben in einer Kultur, die echt crazy ist. Wir haben ein gutes Gewissen, wenn wir den Müll trennen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir eine Aludose in den Restmüll schmeißen, aber unsere Kultur hat kein schlechtes Gewissen, dass jeden Tag 1000 Babys in den Müll geschmissen werden. Okay, ist interessant, das ist sowas wie so, hey, das muss jeder für sich selber wissen. Aha, und wenn ich sagen würde, jeder muss für sich selber wissen, ob du deine Autoreifen in den Badeweiher versenken darfst, würde jemand sagen, das kannst du nicht machen. Das geht überhaupt nicht. Wir haben ein Gewissen, das trainiert wurde, auf die ganze Öko-Geschichte zu reagieren. Freunde, ich bin definitiv für Umweltschutz und ich bin dankbar für Gesetze, die sicherstellen, dass wir gut mit der Natur umgehen. Um das geht es mir überhaupt nicht. Aber das hat nichts mit gutem Gewissen zu tun. Es ist ein Ersatz für Religion. Es ist ein Ersatz für Religion. Hey, und du fliegst irgendwie und wenn du bei Expedia deinen Flug buchst, kannst du unten antippen, ob du deinen CO2-Fußabdruck irgendwie entfernen willst, dadurch, dass du 100 Euro an irgendeine CO2-Vernichtungsorganisation spendest. Freunde, im Mittelalter hat man sowas Ablassbriefe genannt. Ja? Kauf dir irgendwas und hast dafür ein gutes Gewissen. Diese ganze Öko-Geschichte ist aufgeladen mit einer religiösen Metaphorik, die krass ist. Wir sprechen davon, hey, dass es irgendwie wichtig ist, dass wir Ozon oder irgendwie, dass das Klima und dass die Atmosphäre irgendwie reinbleibt, schön und gut. Aber spricht irgendjemand drüber, ob die Atmosphäre im Leben von einem Menschen gut ist? Einfach nur, wir haben gestern drüber gesprochen. Ist das ein Thema, dass man überlegt, okay, welchem Politiker würde ich trauen? Ich würde zum Beispiel jemandem trauen, der seiner Ehefrau treu ist. Und dessen Ehe hält. Ja, wenn du aber sowas in der Zeitung schreiben würdest, dem seine Ehe hält oder nicht, würden die sagen, das ist eine Schlammschlacht. Da zieht jemand irgendwelche Privatsachen in die Öffentlichkeit. Nee, Freunde, das ist keine Schlammschlacht. Wir haben einfach unser Gewissen auf eine komische Weise umbriefen lassen. Sehr interessant, wie die Bibel über das ganze Thema spricht. Auch, hey, wenn du mal einen Spaß dir machen möchtest, diskutiere einfach mal mit Leuten, die nicht an Gott glauben, über Massentierhaltung oder über veganen Lebensstil. Okay? Und du wirst
du bist einem religiösen Fundamentalismus gegenüber. Freunde, nochmal, sei mir nicht böse, wenn du vegan lebst, der Herr segne dein Herz und du wirst gute Gründe haben. Und ich bin definitiv nicht dafür, die Tiere schlecht zu halten oder sowas. Aber ich bin der Meinung, dass es viel wichtigere Themen gibt. Es gibt bedeutend wichtigere Themen, als wie du dich ernährst. Es gibt bedeutend wichtigere Themen, selbst als irgendwie Mülltrennung oder sowas. Wie gesagt, ich bin für all das, aber das, was die Bibel mit Gewissen meint und was sie mit Reinsein meint, hat relativ wenig mit Saftkuren zu tun oder mit Entschlackung oder mit glutenfrei oder mit Bioprodukten, wo du dann mit gutem Gewissen auch mal einen Joghurt essen kannst, sondern hat relativ viel mit deinem eigenen Herzen zu tun. Und ich möchte euch einfach vorlesen, wie die Bibel es so nennt. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Johannes schreibt weiter, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mal kurz, das ist ein schwieriger Satz. Johannes sagt, hey, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind Menschen auf der Erde, die an Jesus glauben. Jetzt sagt er, hey, aber da kommt noch was. Du bist jetzt nur die Raupe, aus dir wird ein Schmetterling. Und das, was aus dir wird, ist, du wirst ihm ähnlich sein. Und jetzt kommt der Vers. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Das heißt, Johannes gibt eine Perspektive und sagt, hey, wenn du rein leben willst und bioenergetisch hochwertig und klimageschützt und dich gesund ernährst, das ist okay, aber verlier nicht was anderes aus dem Blick, was bedeutend wichtiger ist, dass du eine Berufung hast in Ewigkeit, Jesus ähnlich gestaltet zu werden. Und das hat relativ wenig mit Ernährung und relativ viel mit dem Zustand deines Herzens zu tun. Sehr interessant, dass 1. Timotheus 4,2, ich zeige euch das nicht hier, aber schreibt Paulus, manche sind getäuscht von heuchlerischen Lügen, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Nochmal, ob du ein gutes Gewissen bei was hast oder nicht, spielt wenig Rolle. Die Frage ist, an was sich dein Gewissen ausrichtet. Die meisten Leute haben kein schlechtes Gewissen bei schlechten Dingen. Hey, frag jemand, der seine Frau sitzen lässt, weil er sich in eine andere verliebt hat, der hat kein schlechtes Gewissen, sagt, hey, das ist wahre Liebe. Mein Herz reagiert. Na klar, weil das Gewissen selber ist befleckt. Unser Gewissen ist fehlbar. Thema Gewissen. Zweites Thema ist ein ganz schönes Thema. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ich habe alles nur aus Liebe gehandelt. Ich habe nur aus Liebe. Es war einfach die Liebe. Wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Ja? Und hey, und wenn die zwei sich lieben, wenn die zwei sich wirklich lieben, ja, wer kann da was dagegen haben? Kann denn Liebe Sünde sein? Kann da Gott was? Hey, es ist Liebe. Und letztendlich muss der liebt, es dann selber wissen. Liebe kann nicht schlecht sein. Ja? Stimmt vielleicht schon, ja. Liebe kann nicht schlecht sein. Es ist relativ wichtig zu wissen, was Liebe ist. Es gibt ein Wort, das ein bedeutender Bestandteil von Liebe ist. Und dieses Wort wird zunehmend zum Ersatz für Liebe und das ist das Wort Empathie. Einer der höchsten Werte in unserer Gesellschaft ist, willkommen im Zeitalter der Empathie, habe ich im Internet gefunden, ist Empathie. Die Fähigkeit, mit jemandem zu fühlen, einfühlsam zu sein. Das heißt, du sollst nie grausam sein, weil ein anderes Sprichwort heißt, auch alles verstehen heißt alles vergeben. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Alles verstehen heißt alles vergeben. Wenn du nur zwei Monde in dem Mokassin des anderen gewandelt wärst, sagt das indianische Sprichwort, dann würdest du schon alles verstehen, weil eigentlich, wenn du den anderen nur genug verstehen würdest und genug Empathie hättest, dann würdest du automatisch tolerant sein, dann würdest du automatisch alles akzeptieren, was er tut und das ist Liebe. Das ist aber eigentlich nicht Liebe, okay? Sondern das ist vielleicht ein Teil von Liebe. Aber die wahre christliche Liebe mutet dem anderen die Wahrheit zu.
Und wir haben in unserer Gesellschaft eine Entkopplung von Empathie und Wahrheit. Das heißt, du, wenn in der anderen Kultur das so okay ist und wenn es für dich so passt, wenn es für dich so stimmig ist, dann kann ich dich ja nicht verurteilen. Hey, dann lasse ich das einfach mal so stehen. Empathie ist wichtig, nicht zu verurteilen ist wichtig, sich reinzufühlen ist wichtig. Die größte Liebe mutet dem anderen aber die Wahrheit zu. Aber wenn du Leuten die Wahrheit zumutest, werden die sagen, du bist gar nicht empathisch. Das ist total, das ist gar nicht tolerant. Das ist überhaupt nicht liebevoll. Und wenn das jemand sagt, geh in dich und prüf, ob das nicht vielleicht stimmt, ob es wirklich Härte in dir gibt und mangelndes Einfühlungsvermögen. Aber Jesus hat nie entweder oder, also war Jesus einfühlsam oder hat er die Wahrheit gesagt? Jesus hat immer beides gemacht. Und Liebe heißt definitiv nicht, ich werde alles das tun, was du von mir willst. Ich sage das nochmal, weil einer der Hauptgründe, warum Menschen Kompromisse eingehen, ist aufgrund von Beziehungen. Weil diesen geliebten Menschen zu enttäuschen, das fühlt sich so schlimm an, da werfe ich lieber alle meine Grundsätze über Bord, bevor ich dich enttäusche. Und das heißt letztendlich nichts anderes als, nicht mal Gott darf zwischen uns beide kommen. Nicht mal die Wahrheit darf zwischen uns beide kommen. Ich habe dich so lieb, da darf die Wahrheit einfach nicht stören. Und das ist keine Liebe. Wahre Liebe öffnet sich für die Wahrheit. Das andere ist, weiß nicht, Abhängigkeit oder bin ich sicher. Gibt ein nächstes Thema, das in unserer Gesellschaft, das ist echt lustig, in unserer Gesellschaft ganz heiß besetzt ist, und das ist das Thema Glück. Mal hier mal so einen Smiley hin. Ja, Mediamarkt, glaube ich, oder es ist Saturn, einer von beiden wirbt gerade mit dem schönen Spruch, Hauptsache ihr habt Spaß. das Thema Glück. Ich habe ein, auch im Internet vor wenigen Tagen den Spruch gesehen und dann habe ich das Bild dazu gefunden. Der Spruch heißt gottlos glücklich. Das ist einer der Sprüche, mit denen einfach so die modernen Atheisten werben. Und jetzt, ich würde dich mal fragen, was würdest du antworten, wenn jemand sagen würde, du, ich bin total glücklich ohne Gott? Weißt du, du kannst ihm nicht sagen, stimmt gar nicht. Er sagt, hey, du kennst mich ja nicht. Doch, ich bin glücklich ohne Gott. Im Ernst, was würdest du denn sagen? Um ehrlich zu sein, wenn du auf die Frage antwortest, dann bist du schon auf dem falschen Zug aufgesprungen. Weil eigentlich ist es gar nicht der Punkt. Der Hamster im Hamsterrad kann auch glücklich sein. Hat immer viel zu tun. Geht immer rund. Hat immer was los. Eine Stufe nach der anderen, Step by Step. Ich klettere die Karriereleiter hoch. So fühlt sich das für den Hamster im Hamsterrad an. Also mal ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass alle bösen Menschen unglücklich sind. Ich kann mir vorstellen, dass böse Menschen ziemlich glücklich sind, solange es halt gut geht. Also, ich habe mal ein Interview gesehen mit so einem ISIS-Kämpfer, der gesagt hat, hey, es ist für ihn das größte Glück, die größte Freude, hier einfach zu kämpfen für die Ausbreitung des Kalifats. Und es ist wunderbar, er hat noch nie so ein Glück in seinem Leben verspürt. Warum sollte das nicht stimmen? Ich glaube, der Punkt ist, das Christentum lehrt überhaupt nicht in erster Linie Glück, sondern das Christentum lehrt Wahrheit. Schau mal, die Botschaft von Jesus ist nicht deswegen wahr, weil sie glücklich macht. Glücklich macht auch Ecstasy, ein schönes Bier, eine neue Freundin, wenn dein Fußballverein gewinnt. Das macht alles glücklich. Das Christentum ist nicht deswegen wahr, weil es glücklich macht. Das Christentum macht glücklich, weil es wahr ist. Der Punkt ist nicht, find für dich raus, ob das mit Jesus passt und glaub mal ein bisschen, dann geht's dir gleich besser und die Wirbelsäulenbeschwerden werden auch besser. Weiß ich nicht, kann schon sein. Der Punkt, warum du Jesus folgen solltest, ist, dass es die Wahrheit ist. Und
wenn die christliche Botschaft interessant ist, dann einzig und allein deswegen, weil sie wahr ist, nicht weil wir ein warmes Gefühl haben, so schön, wir sind Jesus, der tröstet uns. Ja, glücklich kannst du auf alle mögliche Weise werden. Also ich würde eigentlich der gute Atheistin sagen, du, schön, also erstmal, ich freue mich, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht. Ich glaube, dass du komplett auf dem falschen Weg bist, auf dem falschen Dampfer bist, aber ich kann ja nicht jemandem absprechen, glücklich zu sein. Aber einmal mehr, ich habe es wiederholt hier schon gesagt, Jesus ist nicht rumgelaufen und hat die Leute berufen zum Glücklichsein. Du geht total schlecht, ich beruf dich und jetzt wirst du glücklich. Jesus beruft dich zu etwas, was viel mehr ist als Glück. Jesus beruft dich zu mehr als Glück. Menschen sind erschaffen zu mehr als Glück. Mehr als Glück? Ja, mehr als Glück. Die höchste Stufe von menschlicher Erfüllung ist nicht Glück, die höchste Stufe ist Liebe und Hingabe. Und in Wahrheit, Liebe und Hingabe an etwas, was diese Hingabe lohnt. Schau her, wenn einer glücklich ist, sage ich, ich bin glücklich verheiratet, nette Kinder und hab viel Geld, hab eine Yacht und hab einen Hund und so weiter. Es gibt Leute, die das alles haben und sich umbringen, weil sie sagen, ich habe keinen Sinn in alledem. Jesus beruft Menschen nicht einfach nur, dass es ihnen gut geht, sondern er beruft sie zur Hingabe an was, was unendlich wichtiger ist als dein persönliches Glück. Wow, okay. 4 Konzepte. Eins kommt noch. 3 Konzepte, in denen wir uns als Christen relativ deutlich unterscheiden werden von der Welt. Ich lese einfach nochmal aus dem, ich habe ganz viele Stellen heute aus dem Petrusbrief, einfach weil der Petrus relativ viel über dieses, wie soll man sagen, über diesen Kampf oder über diese Widerstände und diese Themen, wo es ums Aushalten geht, schreibt. Ich lese nochmal, ich fange in 13 an und dann springen wir hier in Vers 14 rein. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Jetzt, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne jeden Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Okay, oh, schwieriges Deutsch. Erstmal, seid heilig, denn ich bin heilig. Und dann im zweiten Abschnitt, wenn du das anschaust, das ist eine ganz interessante Aussage. Dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Diese Aussage der Schrift ist klar, wir führen jetzt ein Leben in der Fremde. Das heißt, der Punkt ist, da wo du jetzt bist, da bist du nur für eine Zeit lang, dann kommst du in die Heimat. Das ist so ähnlich wie Leute, wenn du ein Jahr lang im Ausland bist und deine Eltern schreiben dir einen Brief und sagen, hey, aber vergiss nicht, wo du herkommst, vergiss nicht, was wir dir beigebracht haben, wer du eigentlich bist. Genau das ist der Zustand, wo die Bibel sagt, du lebst eine Zeit lang in dieser Kultur, aber du bist in der Fremde, du bist nicht ein Teil von diesem System. Und schließlich Vers 18 und 19, so schön, eine wunderschöne Bibelstelle. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Ich will Augenmerk mit euch Augenmerk richten auf die sinnlose, von den Vätern ererbte Lebensweise. Das ist relativ, hört sich nicht so nett an, aber Petrus schreibt genau das. Er sagt, die Lebensweise der Welt um dich rum und vielleicht sogar die Lebensweise von deiner Herkunftsfamilie ist sinnlos. Sagst du, hey, das ist jetzt nicht nett, die versuchen auch gute Menschen zu sein. Ja, das versuchen sie, man muss die Menschen gar nicht abwerten. Aber Petrus sagt, es geht in die falsche Richtung, es ist nicht das Gleiche. Und wir Christen laufen nicht in der Welt rum und sagen allen, hey, was ihr tut, ist eigentlich eh gut, ihr seid eigentlich total dufte. Und jetzt kommt der liebe Gott noch und steckt euch so ein Facebook-Like drauf und sagt, du bist ein toller Hecht. Sondern eigentlich ist die Botschaft die, dass diese Welt, wie sie jetzt ist, echt in die falsche Richtung läuft. Und das nicht, weil die USA so böse ist oder der Putin so böse ist, sondern weil wir ein Problem in unserem Herzen haben. Und es führt mich zum nächsten Punkt und den signalisiere ich mal durch ein Schwert.
Es gibt alle möglichen Leute, die sich die Welt anschauen und zu dem Schluss kommen, dass was nicht stimmt. Ja? Eine Gruppe von Leuten ist stark am Wachsen und das sind Leute, die posten solche Bilder ins Internet. Die glauben, dass es irgendwelche Weltverschwörungen gibt, okay? Das weiß ich nicht, die Illuminaten oder die Bilderberger oder der Putin oder weiß ich nicht, irgendwelche Schuften oder die Juden, keine Ahnung, was die Leute sich vorstellen, dass die irgendwie die Welt regieren. Erstmal, kurzes Statement, glaube ich, dass es Verschwörungen gibt? Ja, klar glaube ich das. Das hat Jesus schon gesagt. Jesus sagt, hey, ihr wisst, dass die Mächtigen dieser Welt ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Punkt. Bei euch aber soll es nicht so sein. Also Jesus sagt ganz nüchtern, hey, die Reichen und die politisch Mächtigen der Welt, na klar sind die korrupt. Was meint ihr denn? Aber ich persönlich glaube, dass die Beschäftigung mit diesen ganzen Theorien in der Regel komplett in die falsche Richtung läuft. Denn einer der Unterschiede, die wir als Christen haben, ist die Natur dieses Kampfes, die Art und Weise, worum der Kampf wirklich geht, ist ein ganz anderer. Warum sage ich diesen Punkt? Warum ist mir der so wichtig? Er ist mir deswegen so wichtig, weil ich in der heutigen Zeit eine immer größere Polarisierung in unserer Gesellschaft wahrnehme. Zwischen liberal und konservativ, rechts und links, zwischen den einen und den anderen. Und eigentlich ist die Antwort des Evangeliums, es ist weder rechts noch links. Es ist keine politische Lösung. Das Grundproblem des Menschen ist kein politisches Problem. Das Grundproblem der Menschen ist weder die USA, noch die Illuminaten, noch die Grünen, noch die CSU oder die AfD oder sonst was. Das Grundproblem des Menschen ist ein geistliches Problem. Und es ist so wichtig, dass wir Christen in all diesen Bereichen, dass wir uns nicht fangen lassen in diese Systeme und auf die gleiche Art und Weise reagieren. Ich zeige euch eine Bibelstelle dazu. Nochmal hier, das hatten wir schon. Sinnlose von den Vätern ererbte Generation. 1. Petrus 3,8. Das habe ich jetzt nicht hier, ich lese euch vor. Petrus schreibt, endlich aber, seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und brüderlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, noch Kränkung mit Kränkung. Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Petrus sagt nicht, segnet eure lieben Mitchristen, die euch gern haben. Petrus spricht davon, segnet die Verfolger, segnet die Bösen, kämpft nicht mit den gleichen politischen Mitteln. Oh, wenn die jetzt böse sind, dann schreiben wir auch einen bösen Artikel gegen die. Und dann müssen wir juristische Schritte gehen und dann müssen wir uns zusammenrotten und Vereinigungen bauen. Freunde, das kann hilfreich sein, aber die Natur des Kampfes ist eine geistliche, nicht Menschen sind unsere Feinde. Menschen versuchen wir zu gewinnen. Und wenn wir uns in Lager ziehen lassen und sagen, aber da drüben sind die Bösen, wir müssen uns immer rüberschießen, weil hier sind die Guten, haben wir die Natur dieses Kampfes aus dem Blick verloren. Mich hat das sehr beschäftigt, was einfach der Prophet Jesaja oder Gott durch den Propheten Jesaja sagt. Das ist natürlich ein völlig anderer Kontext. Aber Gott sagt, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Was es fürchtet, sollt ihr nicht fürchten. Wovor es erschrickt, davor sollt ihr nicht erschrecken. Ich sage das zu euch und ich sage das zum Volk Gottes im deutschsprachigen Raum. Wovor die Welt erschreckt, davor sollt ihr nicht erschrecken. Wir sollen im Glauben und Zuversicht vorgehen. Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass wir blöd sein müssen. Das heißt nicht, dass wir so tun sollen, als gäbe es keine Probleme. Alles super. Aber grundsätzlich, wir müssen wissen, wir leben in einer Welt, die so wie sie jetzt ist, nicht nach den Vorstellungen Gottes läuft. Und da können wir nicht den ganzen Tag depressiv rumlaufen. Es ist schade, dass nicht alle auf unserer Seite sind. Jesus sagt, hey, die Welt wird euch hassen. Get used to it. Entspann dich. Komm drüber weg. Geh deinen Weg mit Jesus. Und wie sieht es aus? Einfach 1. Petrusbrief. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, noch Kränkung mit Kränkung. Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Ihr Lieben, wenn du jetzt sagst, ich will unbedingt an diesen vier Konzepten anders leben, ich will unbedingt ein Leben führen, das aus der Perspektive der Ewigkeit Sinn macht, dann möchte ich dir ein paar Tipps geben zum Thema gerade leben. Inmitten einer verdrehten Zeit. Wie kannst du gerade leben inmitten einer verdrehten Zeit? Vier kleine Tipps. Das erste ist total wichtig, einfach nur, dass es
dass du es realisierst. Der Geist dieser Zeit, der Geist dieser Welt ist ansteckend. Christen in den 30er Jahren, für die klang das so absolut überzeugend, dass es unterschiedliche Rassen gibt und dass vielleicht die eine Rasse dafür da ist, halt irgendwie die Leitung zu übernehmen und es vielleicht besser ist, wenn in Deutschland dann nur Arier leben. Hey, für die klang das total plausibel. Und wenn einer gesagt hat, hey, ich glaube, weiß ich nicht, das mit der Rassenlehre, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht so, dann gesagt, schau dir diesen Idioten an. Der hat's nicht gecheckt. In jeder Generation reagieren Leute so auf die Wahrheit. Gewöhn dich drin. Und wenn du die Wahrheit sagst und wenn du von Jesus sagst, wenn Leute sagen, oh, so ein Quatsch, der ist ja vom Vorletzten und so weiter. Genau das Gleiche haben sie in jeder Generation gesagt. Okay, wenn du in 50er Jahren in Russland gesagt hättest, weiß nicht, ob das mit dem Kommunismus echt so eine tolle Idee ist, ob es echt so klappt, die hätten dich in die Klapse geschickt. Hätten gesagt, der hat es überhaupt nicht gecheckt. Der hat es einfach nicht verstanden. Der ist einfach auch blöd oder böse. Oder er hat einfach die simpelsten Grundlagen nicht gecheckt. Es war zu jeder Zeit so. Es war nie populär, für die Wahrheit zu stehen. Wird es auch nicht. Die Frage ist nur, wie kannst du in deinem Inneren, ein gesunder Organismus hat Antikörper. Antikörper gegen Bakterien. Wie kannst du Antikörper in deinem Herzen entwickeln, die dafür sorgen, dass dein Herz brennend bleibt? Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, schütze dein brennendes Herz. Ich male das mal so hin, das brennende Herz. Schütze dein brennendes Herz. Ich kenne so viele, Paulus schreibt an einer Stelle, viele zu denen, über die ich zu euch gesprochen habe und über die ich jetzt unter Tränen spreche. Ich kenne so viele Leute, die sich ihr brennendes Herz rauben ließen. Du entscheidest, ob dir das passiert. Wenn du Liebe zu Jesus hast, wenn du einen Wunsch im Herzen hast, so zu leben, wie Jesus es gut findet, schütze das. Es ist dein kostbarster Schatz. Lass ihn dir nicht rauben. Durch Bequemlichkeit, durch Ablenkungen, dadurch, dass andere sagen, ach ja, komm, mach mal locker und übertreib's nicht. Durch Entmutigung, durch das Fehlen von guten Meistern und Vorbildern und auch nicht durch die Feindschaft der Welt. Schütze dein und bewahre dein brennendes Herz. Mich beschäftigt es sehr, was Jesus in einem seiner, der hat so Endzeitreden, also wo er über das Ende der Zeit oder das Ende dieser Epoche gesprochen hat. Und Jesus sagt dann an einer Stelle, mich erschüttert es echt, er sagt, und weil die Missachtung vor Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Kurz, die Stelle kann zweierlei bedeuten. Es kann entweder bedeuten, dass die Welt, dass die Leute in der Welt immer mehr Gottes Gesetze missachten, und das stimmt natürlich, das ist so. Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Gesetzlosigkeit. Wir leben in einer Zeit, in der auch Politiker sich immer weniger an Bünde und an Gesetze halten. Die schließen heute einen Bund und wenn es zwei Jahre später nicht passt, setzen sie sich drüber hinweg. Das Problem ist, in einem Klima von Gesetzlosigkeit, wo man sagt, come on, das kann doch jeder für sich selber entscheiden, brauche ich irgendein Gesetz, ist die Gefahr groß, dass das auf dich überspringt. Und der Verfasser sagt hier, was der Effekt davon ist, nämlich, dass die Liebe erkaltet. Das Gleiche kann aber über dein eigenes Leben zutreffen. Schau mal her, es gibt in deinem Leben zwei Arten von Kompromisse, freiwillige und unfreiwillige. Es gibt zwei Arten von Sünden, freiwillige und unfreiwillige. Es gibt zwei Arten von Unvollkommenheiten, freiwillige und unfreiwillige. Das heißt, es gibt Sachen, wo du weißt, ey Mist, wollte ich nicht tun, ist mir passiert. Das ist unfreiwillig. Und dann gibt es Sachen, wo du weißt, das ist falsch, aber du tust es freiwillig. Alle Lehrer des geistlichen Lebens sagen Folgendes. Die Unfreiwilligen haben so gut wie gar keinen Effekt auf dein geistliches Leben. Okay? Du tust Buße, du kehrst um und läufst weiter und vergisst es. Die Freiwilligen haben einen wahnsinnig großen Effekt auf dein Leben. Einen wahnsinnig großen, einen freiwilligen Kompromiss, wo du weißt, es ist nicht gut, aber du willst nicht raus oder du sagst, keine Ahnung, nicht so schlimm. Du suchst Bibelstellen oder bastelst dir eine Theorie, warum es nicht so schlimm ist. Hey, der Punkt ist nicht, dass Gott dich dann nicht mehr mag, aber es erkaltet deine Liebe.
du merkst, diese Liebe, diese Frische ist nicht mehr da. Ich bin so froh, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich will irgendwie Jesus nahe sein und ich will irgendwie Intimität mit Jesus oder Nähe zu Jesus oder eine Beziehung zu Jesus. Ihr müsst sehr klar sehen, Jesus spricht ganz klar davon, was die Bedingung davon ist, eine Liebesbeziehung zu ihm zu haben. Völlig klar. Jesus sagt Folgendes hier. Ihr seid, meine Freunde, die Spannung steigt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Es gibt keine Liebesbeziehung zu Jesus ohne Gehorsam gegen Jesus. Und nochmal, nicht, weil wir uns die Errettung durch Leistung verdienen, dass Gott sagt, jetzt bin ich zufrieden mit dir, weil du so ein toller Hecht bist, sondern weil dein brennendes Herz nur safe, nur sicher bleibt in einem Klima, in einer Atmosphäre von Gehorsam. Sonst verrennst du dich. Wenn du jetzt heute Abend in irgendwas drin bist, wo du merkst, ich muss da raus, es ist nicht gut, es killt meine Beziehung zu Jesus, ich sag dir nur dieses eine Wort. Je früher du rauskommst, desto schmerzfreier ist es. Je länger du in was drin bist, desto schwieriger wird es umzukehren, bis hin zu dem Punkt, dass Leute aus Sachen nicht mehr rauskommen, obwohl sie wissen, dass sie falsch sind. Triff heute eine Entscheidung. Und wenn du nicht sicher weißt, ob du raus kannst, keine Sorge. Es gibt einen Erlöser. Und aus Drecksachen, wo du dich selber nicht rausziehen kannst, ist er stark genug, dich rauszuziehen. Aber er braucht deine Erlaubnis, er braucht dein Ja. Er wird nicht sagen, ich reiß dir das aus dem Herzen, macht er nicht. Er ist so sensibel, dass er nur auf die Bereiche deines Herzens zugreift, zu denen du ihm Zugriff schenkst und Zugriff erlaubst. Schließlich, einfach nur nochmal zurückgehend auf dieses Thema mit die Welt hasst uns. Es gibt eine biblische Grundaussage, die so wichtig ist und die wir tausendmal vergessen. Und das ist die simple Liebe von Jesus, Lehre von Jesus, die Feinde lieben. Ich bin besorgt, wirklich wahr, auch was in sozialen Netzwerken abgeht. Wie Christen, ich nehme mich da selber auch nicht aus, ich kenne die Tendenz bei mir genauso, wie Christen über Leute sprechen und schreiben, die anderer Meinung sind. Über die Linken oder die Grünen oder die Muslime oder die irgendwelche Politiker, über die man sich aufregt oder setz ein, wen du willst. Unser Ruf als Christen ist nicht, politisch mit den gleichen Mitteln zu agieren wie die Welt. Unsere Waffe ist, die Feinde zu lieben und die zu segnen, die uns verfluchen. Für die zu beten, die uns verfolgen. Und wenn du merkst, dass in dir Härte ist gegen irgendjemanden, dann tu an der Stelle Buße, sag Jesus, schenk mir das Herz. Wie denkt dein Herz über diese Leute? Und wenn du merkst, am liebsten, ich würde in der Welt, die sie da so, oder auch im Internet, ja, wenn ich das Gesicht überhaupt schon sehe oder im Fernsehen, da diese, oft Politiker oder irgendwie sowas, bitte Jesus, dass er dir sein Herz für diese Person gibt. Und bete doch mal für diese Person, dass sie gewonnen wird. Die Feinde lieben. Zweitens, oder nochmal weiterführend zu dem Umgang mit Feinden, tausendmal wichtig, wovor du Angst hast, dem gibst du Macht. Wenn du Angst vor was hast, hast du diesem etwas schon ein Stück Macht gegeben. Egal was kommt, als Christen ist es nie unser Job, in Furcht zu reagieren. Nicht in Furcht reagieren. Ich sage das völlig deutlich, weil wir in einer Zeit leben, wo Sachen instabiler und dunkler um uns herum werden. Okay? Es wird nicht einfach nur netter, friedlicher und sicherer. Aber wenn wir in Furcht reagieren und wenn wir mit gleichen Mitteln in Bitterkeit und Bosheit und politischem Agieren reagieren, haben wir verloren. Wir haben übernatürliche Versorgung da und nur da, wo wir im Geiste Jesu agieren. So schön, was über dieses Thema ein wunderbarer Mann, nämlich
Dietrich Bonhoeffer. Weißt du, das ist heftig. Wir lesen heute Schriften von Dietrich Bonhoeffer und denken, oder ich denke, das ist eine der größten Gestalten, die Deutschland hervorgebracht hat, auf jeden Fall im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Was für ein mutiger Bekenner. Seine Bücher werden auf der ganzen Welt gelesen. Und er ist einsam und alleine in einer Zelle gestorben. Weißt du, er war in seiner Zeit, war er der Außenseiter. Aber aus der Perspektive der Ewigkeit. Er hat Sätze gesagt wie 1933 in seinem Artikel um das Wächteramt und das Bekenntnis in der evangelischen Kirche. Er schreibt, es muss endlich mit der theologisch begründeten Zurückhaltung gegenüber dem Tun des Staates gebrochen werden. Es ist ja alles nur Angst. Tu deinen Mund auf für die Stummen, Sprüche 31,8. Wer weiß denn heute noch was davon in der Kirche, dass dies die mindeste Forderung der Bibel in solchen Zeiten ist? Er sagt, wir müssen aufhören, zurückhaltend zu sein. Es ist doch alles nur Furcht. Und das hat maßgeblich mit einem Prinzip zu tun. Und das ist einfach die rechte Lehre hochhalten. Angstfrei, liebevoll, niemals gegen Menschen. Aber wir müssen stehen für die Wahrheit. Ohne uns zu entschuldigen, wir müssen sagen, das ist die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit. Denn ihr Lieben, es ist eine der Kennzeichen, von denen die Bibel klar spricht, von den Zeiten, in die wir reingehen. 2. Timotheusbrief, das erinnert mich so an heutige Situationen. Paulus schreibt, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer anhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Das ist natürlich lustig, das ist wörtlich übersetzt aus der, also ist die wörtliche Elberfelder Übersetzung. Er sagt, es kommt eine Zeit, wo Leute gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Das merkt man. Du sagst einfach nur das, was in der Bibel steht, was Christen seit 2000 Jahren lernen und Leute reagieren, ich kann das nicht anhören. Ja klar, weil die Wahrheit Rechenschaft gibt über das, was in deinem Herzen ist. Und wenn dein Herz verdreht ist und in Feindschaft mit Gott ist, kannst du das nicht erhören, du kannst es nicht ertragen. Hör auf, ich kann es nicht hören. Aber dann sagst du nicht, okay, dann höre ich gar nichts mehr, sondern Paulus sagt weiter, sie werden sich selber Lehrer anhäufen, die ihnen in den Ohren kitzeln. Das heißt, es wird Leute geben im religiösen Buchmarkt und auf Veranstaltungen, wo du denkst, ah, das ist schön. Oh, das kitzelt, das ist angenehm. Das ist ein bisschen kuschelig. Ja, es wird so sein, es wird so immer so sein. Es war schon immer so, kein Problem. 2. Petrus. Ja, muss ich nicht mehr erzählen. Nächster und vorletzter Punkt. Ausharren lernen. Die Ann-Sophie Mutter, die gesagt hat, hey, viele Leute von heute können nicht mehr leiden, können nicht mehr irgendwas durchziehen, legt einen Finger in die Wunde. Es ist ein biblisches Prinzip quer durch die ganze Schrift, dass Gott, nicht weil er muss, sondern weil er will, uns Menschen in Situationen setzt, wo es um Ausharren geht. Mich bewegt es sehr. Jetzt war gerade Allerheiligen und da war bei uns in den katholischen Gottesdienst war diese Lesung aus dem Buch der Offenbarung des Johannes. Und mich hat es so berührt und da sieht der Seher eine riesengroße Anzahl von Leuten in weißen Gewändern mit Palmzweigen und es sieht total toll aus. Und er sagt, hey, wer sind die? Wo kommen die her? Und die Antwort ist, es sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Und Jesus sagt am Anfang von der Offenbarung, ich kenne, also zwei unterschiedlichen Gemeinden, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Was Jesus damit sagt ist, ich weiß, was es dich kostet und ich nehme das sehr, sehr ernst. Ich nehme das persönlich, dass du ausharrst. Wir haben relativ wenig Wertschätzung dafür, dass Ausharren wichtig ist. Dass es nicht nur entscheidend ist, dass du einmal eine Entscheidung triffst oder ein paar Wochen dabei bist, ausharren. 5 Jahre später, 10 Jahre später, ich träume davon, Leute wie euch zu sehen, die nicht an einem Donnerstagabend kommen und schön mitsingen und ein so tolles Gefühl, ich will euch in 25 Jahren sehen. Mehr brennend als heute. Okay? Das ist das, was die biblische Perspektive ist. Ausharren lernen. Schau mal, das hat relativ stark mit was zu tun. Ich habe neulich ein Sprichwort gehört. Ich habe es hier schon mal gesagt. Ich will es nochmal wiederholen, weil ich es so toll finde.
Ihr wisst ja, man spricht manchmal von Dienen Gottes. Oder ich will Gott dienen, ich will meinen Mitmenschen dienen. Und der Spruch lautet, jeder will gerne ein Diener sein, bis jemand kommt, der ihn wie einer behandelt. Ja, ich will sagen, hey, ich bin hier, um zu dienen. Ich will hier in der Gemeinde oder hier, ich will einfach dienen. Ich bin ein Diener des Herrn. Ja, bis jemand kommt, der dich wie ein Diener behandelt. Ich glaube, dass eine der Elemente von Ausharren lernen, was ist, ich gestehe, ist überhaupt nicht in meiner DNA, ist überhaupt nicht mein natürliches Dingsbums, das ist dienen lernen. Freunde, wir sind so schnell angenervt, wir sind so schnell angegriffen, offended, bestürzt, wenn jemand uns ein bisschen falsch streichelt. Oh, das war jetzt echt lieblos, wie er die E-Mail geschrieben hat und da, wie sie das eine gesagt hat. Das ist okay, ich gebe dir einfach mal, ich möchte dir zwei Sätze mitgeben für dein Herz, wenn du sie möchtest. Der erste Satz, wie wär's, wenn du mit deinem Herzen einen Pakt schließen würdest, der heißt, ich möchte jede Chance ergreifen, die mir geboten wird, um in Demut zu wachsen. Wie würdest du damit leben? Das ist ein hoher Anspruch, ja? Aber hey, wir sagen immer, Jesus, wir wollen sein wie du. Jesus war demütig und von Herzen sanftmütig. Demütig und von Herzen sanftmütig. Wie wirst du denn eigentlich sanftmütig? Ja, dadurch, dass Leute dich nerven. Und wie wirst du demütig? Dadurch, dass Leute dich übergehen und dir an der Ehre kratzen. Wie wär's, wenn du innerlich eine Haltung nehmen würdest, ich möchte jede Gelegenheit beim Schopf ergreifen, die mir helfen könnte, demütiger zu werden und im Dienen zu wachsen. Wow. Und wie wär's, wenn du, ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich, wenn ich an mein Leben denke, ich stelle mir eigentlich so ein bisschen vor, dass es eigentlich immer schöner wird. Also, ja, und es immer weitergeht und immer wächst und so weiter. Vielleicht bist du in einem Alter, wo du von dieser Illusion schon stärker befreit bist, wo du schon merkst, okay, im Leben wird nicht alles besser und so. Aber der biblische Wert, dass mein Herz bereitet wird für schwierige Zeiten, bereitet wird für Leiden, ist völlig klar, ist ein völlig klarer biblischer Wert. Also der erste Satz, den ich euch mitgeben möchte, ist das, wie wäre es, wenn ich sagen würde, ich will jede Gelegenheit am Schopf ergreifen, demütiger zu werden. Zweitens, wie wäre es, wenn ich den Satz in mich reinlassen würde, ich will ein Leben führen, das mich bereit macht für Leiden, das mich innerlich nicht umkippen lässt, wenn es rough wird, wenn es hart wird. Heute Morgen erst im Gebetsraum ein Lied gesungen, ein altes Gotteslob-Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan. Ja, fast in jeder Strophe heißt es, und wenn er mich auf die raue Bahn schickt und wenn es Leiden kommt, dann wird er mich dort halten. Weißt du, die hatten das in ihrem Mindset, die hatten das in ihrer Denke, dass es ein Rennen ist, das nicht schnell vorbei ist, sondern das noch ein bisschen dauert. Und das ist genau das Bild, mit dem will ich enden, das Paulus entwirft für unser geistliches Leben. Er sagt, ein wunderschönes sportliches Bild für die Sportler unter euch. Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer aber lebt völlig enthaltsam. Jene tun dies um einen vergänglichen, wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft, so ich jogge mit Jesus durch die Gegend, sondern ich kämpfe und ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, ja, sondern ich züchtige und unterwerfe meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen werde. Ihr Lieben, wenn ich mein Tagebuch von früher lese, bin ich oft erschrocken, über was für einen Quatsch ich mir Gedanken gemacht habe. Über irgendwas, über irgendwelche Tagesprobleme. Und im Rückblick denke ich mir, hey, da waren andere Sachen viel wichtiger. Und wenn ich die Biografie von Bonhoeffer lese, denke ich mir, hey, mit was für Zeug der sich rumärgern musste, was der eine gesagt hat und der Kirchenvorstand da und der Politiker da. Im Rückblick erkenne ich, hey, Bonhoeffer, du hast ein super Rennen gelaufen. Aber die Perspektive erschließt sich uns erst aus einer gewissen Distanz, aus einem gewissen Abstand. Du läufst ein Rennen. Und nicht die Leute, die neben dir rumsitzen, bewerten das. Ich will vorlesen abschließend aus einer Rede von Präsident Roosevelt, Citizenship in a Republic, hat er am 23. April 1910 gehalten an der Sorbonne, ist ganz berühmt. Ich muss es erst auf Englisch vorlesen, weil es auf Englisch so viel schöner ist. Dann übersetze ich es euch.
It's not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasm, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end and the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither knew victory nor defeat. Den letzten Teil hat Miley Cyrus als Tattoo irgendwo an ihrem Körper. Das nur als kleine Info. Ich übersetze solche so Fun Facts, überflüssiges Wissen. Roosevelt sagt, nicht der Kritiker ist entscheidend, nicht der, der dir sagen kann, was der starke Mann da unten falsch gemacht hat oder wo er einen Fehler gemacht hat oder wo der, der was tut, es vielleicht noch besser tun könnte. Was? Du hast immer genug Kommentatoren, die sagen, oh, das hätte mal besser machen sollen. Und die sitzen mit ihrem Schweinsbraten und ihrem Bier im Fußballstadion und sagen, oh, die linke Flanke hätte davor laufen müssen. Er selber 158 Kilo, nie einen Fuß bewegt, okay? Und Roosevelt sagt, the credit, die Ehre gehört dem Mann, der wirklich in der Arena läuft, dessen Gesicht bedeckt ist von Dreck und von Schweiß und Blut, der kämpft wie ein Kämpfer, der hinfällt, der zurückbleibt, der wieder und wieder Fehler macht, weil er weiß, dass es keinen Erfolg gibt ohne Fehler. Aber der tatsächlich was tut, der tatsächlich großen Enthusiasmus kennt, der große Hingabe kennt und der sich selber für eine würdige Sache hingibt und der weiß, dass er im besten Falle am Schluss den Triumph bekommen wird, aber im schlechtesten Fall, im schlimmsten Fall, wenn er versagt, dann wird er wenigstens versagen im Versuch, etwas Großes getan zu haben, sodass sein Platz niemals unter den kalten und eingeschüchterten Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage je gekannt haben. Ihr Lieben, du bist berufen für so einen Lauf, du bist berufen für so einen Kampf, du läufst in einer Arena. Und es ist nicht wichtig, wer dich kritisiert und wer außen rum steht und sagt, hätten wir jetzt mal anders machen sollen, sondern du läufst einen Kampf und du läufst einen Lauf, der von der Ewigkeit her bewertet wird. Und wenn du sagst, Herr, aber wer sind wir wenigen, die überhaupt was ausrichten können und was bringt es überhaupt? Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn dem Herrn, eurem Vater, hat es gefallen, euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Jesus selber hat die Sehnsucht danach, dich zu krönen, ja, dir einen Siegespreis zu verpassen, aber einfach nicht nachgeworfen, sondern durch einen Lauf in Beständigkeit in dieser Zeit. Ich habe den Eindruck, dass der Herr Leute berufen möchte, die eine Leuchtspur für ganze Völker sind. Hey, bewerte dein Leben nicht nur aus der kurzen Perspektive von Glück und Liebe und wie geht's mir jetzt, bewerte dein Leben aus der Perspektive der Ewigkeit. Willst du ein Leben führen, das des Rufes würdig ist, der an dich ergangen ist? Wo du sagst, ich bin den Lauf gelaufen, ich war in meiner Generation, die verdreht war in tausend Sachen. Jemand, der hundertprozentig mit Jesus gegangen ist. Ich habe Sehnsucht danach, dass der Herr heute Abend, und wenn du das auf Webstream hörst oder auf YouTube hörst, genauso Leute hervorruft, die sagen, Herr, hier bin ich will gerade leben in einer verdrehten Zeit, weil alleine deine Meinung über mich zählt. Lass uns aufstehen und beten.